Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Anno 1404. Heute mal wieder nur Anno und kein Friends of Britannia, vermutlich zumindest. Morgen, dann am Freitag, wenn alles gut läuft, wieder von beiden ein Video. Ich bemühe mich da auf jeden Fall, das hinzubekommen, aber ich kann es noch nicht komplett versprechen. So, wir machen heute weiter. Ich habe mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben gehabt, die ich machen möchte. Und da würde ich sagen, werden wir uns das dann auch gleich mal anschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zu Ich diesem bekomme Händler. regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Ja, weil wir verkaufen ja hier gerade einige Waren so ein bisschen. Also das können wir jetzt auch gerade mal weitermachen. Das ist gar kein Thema. Das hört sich doch gut an soweit. Ich Hier machen schlage wir das ein. mal für 5.600. Das lohnt sich. Gut. Und dann haben wir gesagt, wollen wir mal Gut. durchgucken, was der so hat. Oh, das freut die alle. Das ist schön, was der so zu verkaufen hat. Erhöhte Sichtweite, ja, das brauchen wir glaube ich nicht. Moss brauchen wir auch nicht. Dieses Geschenkding für den Orient wäre gar nicht schlecht. Erhöhte Lagerkapazität plus 5. Ja, für eine Insel, naja, ist jetzt auch nicht so Oberhammer. Trefferpunkte wäre nicht so schlecht. Goldene Ähren, was haben wir da oben? Gesperrt ist das ganze Papier und so weiter. Proviant, Fässer, Messing, kaiserliche Belobigungsurkunde. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir werden das hier mal freischalten. Die Architektur fasziniert mich Umgehaltskosten seit sind jeher. reduziert Den Bau dadurch. eines gewaltigen Monuments zu Ja, errichten, wäre sei mein einfach ruhig sehnlichster jetzt. Sei jetzt Herzenswunsch. ruhig. So, und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir fürstliche Lehensurkunde oder kaiserliche Belobigungsurkunde nehmen? Wir haben halt, wie viel haben wir denn, wie viel Ruhm? 1000. 1200. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt hier einfach mal Meine Lager stehen euch. und Ich helfe euch bezahlen gerne das. aus. Wunderbar. Und dann fahren wir nämlich von hier aus direkt jetzt in den Orient. Das habe ich als nächstes vor. So, und dann wollte ich ja hier überall einen Reparaturkran bauen auf den Inseln, auf denen hier irgendwie die keine Verbindung zu unserer Hauptinsel haben. Wir haben hier schon einen, wir haben dort oben schon einen. Ja, hier unten könnte man eigentlich auch mal einen bauen, aber hier war das Problem, dass wir mal wieder keine Werkzeuge für so einen Witz haben. Das ist natürlich auch wieder ganz klasse. Dies Schiff Oder ist. fährt da eins hin gerade? Ja, die fahren dahin mit Werkzeugen. Das ist sehr schön. Ich habe es doch gerade noch irgendwie im Kopf gehabt. Also ich kann es auch wieder nur sagen, was echt ein bisschen nervig ist, ist diese Sache mit dem, dass man keine Pausefunktion hat, in der man sich wirklich alles anschauen kann. Ich kann es nur oft genug wiederholen. Datteln und Seide haben wir hier gerade. Milch haben wir auch genügend hier für unsere Bewohner. Alles gut. Dann laden wir diese Werkzeuge mal hier ab Welches und werden Bauvorhaben plant ihr? dann hier mal hingehen und auch diesen Reparaturkran noch bauen. Und zwar so hier hin. Ja, gar nicht schlecht das Ganze. Und dann möchte ich hier mal reinschauen, weil ich würde gerne hier auch noch eine Moschee bauen. Ja, jeweils ein Haus wäre jetzt hier nicht im Bereich drin, aber dann würde ich sagen, bauen wir das jetzt einfach mal, nee, hier oben eher hin, weil hier können wir noch mal ein bisschen was anschließen. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich eh die Stadt noch weiter darüber bauen. Also da wird es hier wahrscheinlich ein kleiner Ort sein und dann werden wir die nächsten, die wirklich die Stadt groß hier drüben bauen. Dann ist das jetzt auch nicht so relevant. Dann klatsche ich das Ganze jetzt einfach mal, ja, hier hin, würde ich sagen. Und dann könnte man immer noch hier oben, wenn wir uns das mal anschauen, so ein Bazar hier noch hinbauen, theoretisch. Und das müsste man ja auch nicht ganz ausnutzen, sondern nur halt hier in dem Bereich und da unten, sodass diese Moschee hier noch besser genutzt wird. Das könnte man eigentlich, was den Bazar baue ich mal gleich hier schon mal. Also theoretisch könnte man ja auch hier hochbauen, aber dann wird wieder dieser Basar da nicht Ihr ganz kommt, ausge um mir diese eure Moschee nicht ganz Verbundenheit zu ausgenutzt. bekunden. So, also ja, wir geben dir hier gerne dieses Ding. Jetzt möchte ich nur mal wissen, wie viele haben wir denn? Drei haben wir aktuell Es bei ist dir, mir jetzt ein haben wir vier. Anliegen, eure Taten durch diese bescheidene Geste zu würdigen. Oh, unser Schiff wird wieder angegriffen. Nicht cool. Das sind unsere Ihr Schatz in Kriegsschiffe. der Hand. Das weiß ich natürlich jetzt gerade mal wieder nicht, wo meine ganzen Kriegsschiffe sind. Das ist also auch wieder toll. Wo sind sie denn?
Das ist immer, also wie gesagt, das ist echt sehr, sehr nervig, dass ich das jetzt hier echt nicht weiß, wo unsere Kriegsschiffe wieder sind. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ja, was will ich großartig machen, gell? Außer sie jetzt irgendwie versuchen zu suchen. Sind die hier unten? Nee, hier sind sie auch nirgends, da sind sie auch nirgends. Meine Schiffe kann ja nicht wahr sein. Regelmäßig Nachricht von seiner Feuer auf Goldfurt ausgebrochen. Und ich habe hier unten keine Feuerwehr, oder? Regelmäßig Nachricht von seiner Majestät dem Kaiser. Anscheinend nicht, dann werden wir das gleich mal bauen müssen hier. Das war ein Bürgerhaus nur. Sah gerade kurz so aus wie eine Feuerwehr. Ja, aber eigentlich. Ja, nee, jetzt ist vielleicht erst im Bereich hier insgesamt keine Ahnung. Und dann werden wir auch hier gleich noch so ein Reparaturding hinbauen, Zimmermannshaus. Beziehungsweise da möchte ich erstmal wissen, Zimmermannshaus haben wir hier schon. Also das ist schon im Bereich von einem. Ja gut, dann, ach ja, hier drüben, ah ja, wunderbar. Dann brauchen wir das nicht. Immer noch auf der Suche nach meinen Kriegsschiffen, wo sind die bitte? Da nicht auf jeden Fall. Mit diesem Schiff. Ah, hier sind sie, sehr schön. Dann greif du mal hier unten an, würde ich sagen. Und dann haben wir ja auch noch diese Mission mit diesen Schiffsbrüchigen. Ah, jetzt schauen wir erstmal hier kurz rein, was der so hat, der Kollege. Also da unten Datteln, Sextant, ja, brauchen wir jetzt nicht, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh, das ist cool. Hat dieses Schiff hat schon was, aber es kann auch was Zweites haben. Gut. Dann werde ich mir das jetzt hier unten mal freischalten. Und dadurch kann man die Ladekammern vergrößern. Das mache ich gleich mal. Das oben brauche ich gerade erstmal nicht. Ja. Nö, brauche ich nicht. Saatgut, Kaffee, eiserne Knüpfnadel. Teppichknüpferei würde hier steigen. Die Produktivität brauche ich aber jetzt auch nicht unbedingt komplett dringend. Nö, das passt erstmal. Und dann können wir das nämlich da gleich reinnehmen. Passt, wunderbar. Und dann werden wir uns jetzt um diese Schiffbrüchigen mit diesem Schiff hier so nach und nach kümmern. Dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Sehr schön. Dieses Schiff hier des Orients oben gehören zu den schnellsten in der bekannten Welt. Boah, kann man die eigentlich auch ausmachen? Die nerven mich manchmal ein bisschen. Naja. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ja, gerne. Verkaufen wir ja hier alles Mögliche. Ich möchte gerade mal schauen, was verkaufen wir denn überhaupt gerade? Waffen, Werkzeuge. Wir können auch gerne Leinenkutten, glaube ich, mal verkaufen. Ein paar. Und Steine und Seile und Bücher und Glas. Ups, das war jetzt ein Missklick, das wollte ich nicht. Bier verkaufen wir nämlich nicht. Hallo, weg mit dir. Jetzt verkaufen wir, was verkaufen wir noch? Holz könnte man theoretisch auch verkaufen. Ja, machen wir das mal. So. Aber wir werden auch bald wieder mal nochmal so ein Schiff da irgendwo hinschicken. Also das werden wir auf jeden Fall auch wieder machen. So, wo sind die nächsten Schiffbrüchigen? Hier oben. Leider kann man ja auch keine so Kettenbefehle geben, glaube ich. Auch sehr, sehr schade. Haben wir eigentlich irgendwo Perlen vor der Küste? Ja, tatsächlich hier unten. Okay, gut. Natürlich auch wichtig, sowas zu haben und sowas zu wissen. Du bist ein Schatz. Danke sehr. Bitteschön. Das sind ja oben, hier oben unsere neuen Inseln. Das ist auch sehr wichtig. Ich möchte gerade eigentlich so kurz durchgucken, weil ich suche irgendwas. Miteinander zu handeln ist ein Zeichen der Nächstenliebe. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, was ich eigentlich gerade suche. 6270 für dich. Dies meinetwegen ausnahmsweise mal. Bestimmung. Passt jetzt schon mal ausnahmsweise. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, passt bitteschön. Für den Handel oder für was war das eigentlich gerade? Keine Ahnung. Ja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, was können wir eigentlich als nächstes machen? Sind wir schon hier unten da bei diesem
sind wir gleich, da warten wir kurz ab. Ich würde eigentlich gerne hier oben dann diese Inseln bald mal ausbauen, hier und hier oben, mit, ja, wahrscheinlich, was eigentlich? Ich denke, hier oben werden wir mal Fleisch produzieren für unsere Adligen. Und dort unten erstmal wahrscheinlich noch nix, aber da muss ich mal noch gucken, wie wir das machen. So, wo ist das nächste? Nicht Feuer. Was, schon wieder ein Feuer? Nee, das war vorhin. Dann gehen wir als nächstes dorthin. Und dann gehe ich mal hier hoch und da haben wir ja jetzt dieses Schiff hier. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das eigentlich hier hingeschickt habe. Könnten aber auf jeden Fall mal 20 Holz mitnehmen, das schadet sicher nicht. Und dann werden wir hier hingehen und von hier aus werden wir dann dort hochgehen zu dieser Insel. Und da werden wir dann mal anfangen, so ein paar Sachen zu bauen. Allerdings möchte ich gleich mal wissen, was wir denn dafür überhaupt brauchen. Okay, wir brauchen kein Glas auf jeden Fall, das ist wichtig. Wunderbar. Wir könnten jetzt auch Kohlebergwerke bauen, dann bräuchten wir diese Köhlerhütten nicht mehr. Das können wir zum Beispiel hier hinbauen, eins. Das wäre auch mal eine Idee. Fehlt immer noch Farbe. Warum fehlt da eigentlich ständig Farbe? Ich habe gedacht, wir hätten davon genügend. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Aber anscheinend nicht. Moment. Also Indigo meine ich. Das können wir hier auch mal noch ergänzen. Ich habe es gerade eben gesucht, aber... Ja, okay, das passt nicht rein. Ja, wie auch immer, lassen wir das mal so. Ja, keine Ahnung. Oder brauchen wir davon einfach wieder mehr oder noch mehr? Eigentlich nicht, oder? Also ich weiß gar nicht, was da das Problem ist. Also der holt jetzt hier unten wieder irgendwas ab. Wir haben halt nur 21 Tonnen davon. Ja, vielleicht muss man da echt mal was machen. Wenn es immer so schnell weg ist. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, relativ viele Bücher hier oben immer. Ja, also ist halt auch die Frage, ob das dann sein muss. Das wird schon gar nicht mehr abgeholt gerade, wie es aussieht. Naja, okay. So, jetzt haben wir diese Sache hier erledigt und jetzt gehen wir noch diesen in Seenot geraten. Nennen hier holen. So, wie weit sind wir hier mit dem Schiff? Noch nicht so weit. Okay, das braucht noch ein bisschen. Wo sind eigentlich schon wieder unsere Kriegsschiffe hier unten? Ja, das ist gut. Gut zu wissen. Ich würde sagen, die schicken wir mal zu unserem Heimathafen hier irgendwo hin. So, und dann passt es erstmal. Steinbrüche haben wir aktuell. Wie viele aktiv? Einen. Da haben wir ja gerade wirklich relativ viel eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch mehr brauchen. So wirklich. Oder wir verkaufen es jetzt einfach mal gleich massig. Das heißt, wir nehmen jetzt dann unser Schiff hier drüben. Das wo ist hier. Fahren erstmal kurz eine Runde zu uns in den Hafen zurück. Und werden dann hier kräftig Steine und so weiter einladen und die mal verkaufen. Steine und diese Leinkutten und ein paar Lederwämse können wir auch einladen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Keine schlechte Sache, glaube ich. Ja, das werden wir so machen. Wir könnten auch mal dieses Markthaus hier upgraden. Wobei, lohnt sich das hier? Nee, hier, das ist alles so nah aneinander. Lohnt sich da oben? Auch nur so mäßig, oder? Wobei ein Upgrade schadet ja auch mal nicht. So wie wir ja da unten auch ein Upgrade haben. Ach, das ist auch eine Steinmetzhütte hier. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwann werden wir uns auch mal eine Vergrößerung unserer Hauptinsel machen nochmal. Also das ist natürlich auch immer eine Sache, die gemacht werden muss. Aber das hat jetzt auch erstmal noch ein bisschen... Zeit. Davor will ich vielleicht mal erst die Orion-Siedlung ein bisschen upgraden. Also selbst wenn uns hier unten der Bauplatz mal irgendwie zu klein wird oder so. Wir haben ja hier drüben noch die Insel, da können wir theoretisch Datteln anbauen. Wir haben die Insel hier unten, da können wir Gewürze und Indigo anbauen, okay. Also, das habe ich übrigens gesucht, das Ding hier. Jahrhunderte altes Wissen zu enthüllen.
Das würde ich auch mal gerne ausprobieren. Wir haben doch hier so ein Schiff. Dann nehmen wir mal 5 davon und 5 davon drauf. Und das schicke ich jetzt mal hier rüber. Ich will mal wissen, wie das hier funktioniert. Also was das hier bringt. Das habe ich vorhin übrigens gesucht. Ja. So, okay. Und jetzt nehmen wir hier mal kräftig Zeug drauf. Das heißt, so, bitteschön. So, okay, ich denke 60 davon. Das ist nämlich echt cool. Jetzt können wir davon 60 mitnehmen und davon nehmen wir noch 60 mit. Sehr genial, das gibt dann mit Sicherheit auch wieder einiges an Geld. Ich bin auch schon gespannt, was wir hier vom Händler bekommen als Belohnung. Aber da werden wir dann erst verkaufen, bevor wir zum Händler sagen, hier deine Sachen. Nicht, dass wir nachher irgendwie mehr als einen Slot kriegen und dann ist alles weg oder so. Ich weiß gar nicht, wie das läuft in dem Spiel. Also theoretisch können wir da echt, was hier die Orient-Inseln angeht, hier noch outsourcen irgendwie hier rüber. Also von Pauko-Towern irgendwo anders hin. Also falls ihr übrigens immer noch einen Namen habt für eine Stadt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Allerdings diese Indigo-Plantage und Quarz-Glasschmelze da oben, das Zeug möchte ich eigentlich hier oben so lassen, wie es aktuell ist. So gefällt mir das eigentlich. Die Noria können wir mal auffüllen. Ich würde sagen, die hier können wir auch mal auffüllen. Dann ist es weniger nervig erstmal. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt... Was braucht ihr eigentlich noch? Besitz. Besitz ist doch was? Einer Teppiche. Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Warum haben wir keine ausreichenden Teppiche? Wo werden die Teppiche denn... Teppiche werden doch hier produziert, oder? Aber es fehlt die Seide. Okay. Da kommt wieder welche. Moment mal. Hier produzieren wir doch Seide. Wie viel Seide haben wir? Oh, hier haben wir halt brutal viel Seide auf Lager. Ich überlege gerade, ob wir da vielleicht einfach nochmal einen weiteren... ein weiteres Schiff hinsenden. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Woher sind eigentlich diese Tondinger da? Seit wann haben wir die hier auf dem Schiff? Weil Ton... Moment mal, schön, komm mal her. Weil Ton haben wir doch auch auf der Insel. Bauen wir doch den Ton ab, oder? Und hier machen wir ja auch die Mosaike. Ihre Bevölkerung benötigt einen Medikus. Wo? Haben wir nicht hier schon einen zufällig? Das ist doch der Medikus, oder? No, ausgerechnet da drüben noch nicht. Naja, dann bauen wir mal noch einen. Aber mal gucken, ob wir es ein bisschen besser aufbauen können, das Ding. Also bauen wir hier unten irgendwo hin, würde ich sagen. Aber wir bauen mal hier jetzt einen noch. Ein Mitspieler übernimmt einen freien Ratssitz. Und dann bauen wir einen noch hier oben hin. So, und jetzt passt es doch einigermaßen. Ja, hier sind ein paar Häuser nicht, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Leute da nicht krank werden. So, und jetzt können wir hier oben verkaufen. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Erstmal verkaufen. Oh, das gibt viel Geld auch wieder. Sehr schön. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Und jetzt hier die Aufgabe. Was kann ich dem Kaiser über den... Danke. Ein hochwertiges Segeltuch. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Oh, schnellere Geschwindigkeit. Hervorragend. Genau so ist es richtig. Das könnte man mal hier runterbringen. Bringen wir mal hier runter. So, und jetzt gehen wir nochmal hier hin, weil jetzt möchte ich gerne diese ganze Scheiße da abladen. Ach, geht nicht. Weil wir hier zu viel auf Lager haben. Dann werden wir mal als nächstes mal Ton verkaufen gehen. Und dann machen wir das doch jetzt. Wie geht denn das? Wir können es auch einfach mal über Bord werfen. Und dann werden wir diese Transportroute fortsetzen. Genau, und dann nehmen wir diese hier und werden hier einladen, nochmal zusätzlich Seide nochmal. Und hier zusätzlich ausladen, nochmal Seide. Und dann sollte das doch jetzt einigermaßen funktionieren hier unten, oder? Also, es wäre ja sehr, sehr schade, wenn das nicht klappen würde. Ja, und dann sollte das ja auch wieder ansteigen. Und dann steigen hier hoffentlich bald die ersten von denen hier mal auf. Das wäre auch ganz, ganz toll.
Dann gibt es auch neue Gebäudebauoptionen hier drüben. Zum Beispiel so eine große Noria oder so. Und natürlich auch für die gibt es dann auch neue Ressourcen theoretisch. Ja, genau. So, also hier oben ist auch unser Schiff jetzt mal endlich angekommen. Also was heißt endlich? Das Schiff steht da wahrscheinlich schon Ewigkeiten rum. Wir nehmen jetzt einfach mal die ganzen Werkzeuge mit und das Ganze, also einiges von dem Holz hier. Und bringen das nach hier oben. Ach, hier haben wir auch schon. Ach, hier haben wir auch schon einige Rohstoffe. Das ist gar nicht schlecht. Dann können wir da jetzt nämlich so langsam mal anfangen. Aber ich würde sagen, ich erschließe jetzt hier erstmal ein bisschen das Territorium so. Hier mal so ein Ding. Es wäre ratsam zu zahlen. So. Nö. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Also aktuell finde ich unsere... Ein ganz und gar oh, sehr schön. Ehrenhaftes Geschäft. Ja gut, der Venezianer kann sich ein bisschen bilden hier. Hat jetzt 21 Tonnen Bücher gekauft. Das finde ich auch geil. 21 Tonnen Bücher, ja. Stelle ich mir vor, wie sie bei uns in der Bibliothek von der Uni reingehen und alles irgendwo reinpacken in irgendwelche Kartons und dann sagen, hier 21 Tonnen Bücher. Naja, irgendwie ein bisschen komisch, aber was soll's. Es sagt nicht da oben... Moment, wo habe ich denn den Medikus gebaut? Hier, der passt doch da. Naja, keine Ahnung. Wird schon passen. Aufsteigen kann gerade keiner hier, gell? Nee. Nee, aber das wäre also hier mal möglich, nochmal so ein Dorfzentrum hinzubauen, so einen Marktplatz und dann hier nochmal ein bisschen was bauen. Und dann kann man natürlich hier rüber wachsen, nach links hier so ein bisschen, noch in dieses Gebiet hier rein. Alternativ natürlich hier hoch und dann das Zeug hier irgendwann mal verlagern. Und hier unten, wie gesagt, werden wir hier bald nochmal ein bisschen was bauen. Vielleicht machen wir das mal im nächsten Part hier weiter ausbauen. Und sonst kann man ja hier mal ein bisschen Platz freilassen. Da kann man nochmal ein paar Wirtschaftsgebäude hier hinbauen mit einer Noria oder so. Und dann könnte man ja theoretisch hier drüben das nächste große Stadtgebiet bauen. Und da bleibt man ja dann eigentlich uneingeschränkt bis hier runter irgendwo, wo dem seine blöde Siedlung kommt von der Helena da, die nervige. Wobei das irgendwie die einzige, glaube ich, die wir leiden können, kann es sein. Oder die uns leiden kann. Wobei, die mag uns jetzt auch mittlerweile. Was führt euch in mein bescheidenes Heim? Was habt ihr denn? Ich grüße ja. Willst du dich verbünden eigentlich? Ich denke nicht, dass wir das tun sollen. Okay, ja, dann nicht. So, gut. Also, dann würde ich sagen, war's das für heute. Morgen. Sie haben sich einen Erfolg verdient. Jawohl, 500.000 Glas produziert. Dafür haben wir 10 Edelsteine erhalten. Das ist irgendwie diese komische Sache, die das Ansehen bei diesem Orient-Typi da verbessert, glaube ich. Zurück. Ja, genau. Super, super Sache. Genau, dann würde ich sagen, jetzt habe ich hier gerade noch das gesehen. Dann mache ich das jetzt nämlich noch, bevor ich es vergesse, im nächsten Part. Dann packen wir mal hier 40 drauf. Brauchen wir das hier eigentlich irgendwo? Fällt mir so auf. Nee, wir brauchen das nämlich nirgends. Ich weiß gar nicht, warum es das hier auf dieser Insel überhaupt gibt. Ist auch komplett unsinnig hier. Naja. Und dann schicken wir mal los. Hier rüber zu dem am besten. Der ist einfach am nächsten dran. Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Horst hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Ciao, Leute.